Schaut euch dieses Haus an. Eine Sache hat das Haus, was kein anderes Haus hat, in dem ich jemals gewesen bin. Anton, mein Schöner, steig zu. Meine lieben Freunde, was wir euch heute präsentieren hier dürfen, ist was ganz, 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 ganz Wildes. Wir haben heute eine Roomtour im teuersten Hotelzimmer in ganz Europa. 40.000 Euro die Nacht. Die Villa kostet an die 10 Millionen. 10 Millionen rausgerechnet, das Grundstück, also wahrscheinlich um die 20 Millionen, wenn man das Ding in Deutschland bauen würde. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal dieses Prachtexemplar der Architektur an. Welcome to Mark Crib. Erstmal ein herzlich willkommen, meine Freunde. Für die Leute, die sich jetzt fragen, nein, das ist nicht mein Haus, leider. Und nein, wir wohnen noch nicht hier drin, leider. Aber wir haben trotzdem die Möglichkeit, dank des Hotels hier, mit einem Kaya, in Antalya uns das Ding hier mal anzuschauen. Kurz ein paar Facts zu diesem Ding. Diese Villa ist, wie gesagt, wie ich eben schon erwähnt habe, ich schätze jetzt einfach mal, genau wissen tun sie es auch nicht, um die 10 Millionen Baukosten, wahrscheinlich mit Boden und allem drum und dran, wenn das Ding in Deutschland stehen würde, 20, 25 Millionen schwer. 5 Schlafzimmer, über 8 Badezimmer, eigener Wellnessfloor, Fitnessbereich, Pool, Jacuzzi, Grotte, riesiges Wohnzimmer, Playstationzimmer, eigener Disco und Partyfloor, insane ausgestattet und natürlich ganz, ganz wichtig, Bibi wird's freuen, Einbauschränke, Digga. Ich würde sagen, wir schauen das Ding hier einfach mal ganz kurz an. Das ist komplett anderer Content, als den ich sonst mache. Aber irgendwie fühle ich mich sehr wohl. Ich habe ja damals Immobilienkaufmann gelernt. Von daher können wir einfach mal hier ganz kurz mit diesem wunderschönen Atem anfangen. Wir kommen hier rein. Eine gefühlt 6-7 Meter hohe Decke. Wahnsinnig ausgestattet. Wirklich sehr viel orientalischer Touch, goldene Ornamente und sowas. Das ist ja echt schön hier mit diesen Nassbeeten auch drin. Das sind halt wirklich hier Beete mit Blumen, Erde und allem drum und dran drinne. Okay. Wir haben hier vorne noch eine Dame des Hauses. Sandra macht tatsächlich hier die Reinigung. Ne? Ja, ich bekomme 3 Euro die Stunde. Ja, bitte hinten in den Reinigungsflügel. Ja, danke, mal ganz kurz. Ja, wir kommen hier hin. Wir haben hier erstmal ein wunderschönes TV-Ecke. Ein wunderschöner Kronleuchter und vor allen Dingen, was ihr sehen werdet, sehr viel Holz. Also die ganze Villa hier ist mit sehr vielen Holzelementen verziert. Könnte Mahagoni sein, ich weiß es nicht. Von außen ist das Ding bekleidet mit beigen türkischen Marmor, auch sehr, sehr schön. Hier drin sehr viel weißer Marmor und sowas, also alles sehr, sehr hochwertig. Hier haben wir tatsächlich noch denjenigen, der das Ding damals erbaut hat. Cristiano Gaido. Grüß dich. Du bist Architekt des Ganzen hier. Genau. Hast du damals gelernt? Du hast einen Hauptschulabschluss, oder? Ich hab gar nicht, ich war nicht meine Schule. Aber du hast einfach gebaut. Genau. Stark, Mann. Das ist natürlich ein kleiner Witz, der Mann hier hat nichts damit zu tun. Der ist Hausbesetzer und bis seit 2 Monaten kriegen die den hier nicht raus. Wir haben hier einen wunderschönen Kamin, auch echt krass mit diesen auf Orgelpfeifen angelehnten Lichtern hier. Ich glaube, allein die Lampen kosten mehr als meine Monatsmiete wahrscheinlich. Der Kamin auch echt schön hier mit so einer runden Sitz-Area. Da kann man sich auf jeden Fall mit 2 Personen ganz entspannt mal hinsetzen und keine Unterhaltung haben. Sandra, zeig uns nochmal ganz kurz dein mit hier die Küche, weil du kochst ja unglaublich gut. Du bist ja hier Hausdame. Ja, fall hin, Junge. Hier ist leider keine Küche, weil Sandra, da wohnt man nicht. Die Küche ist hinter der Tür. Wir haben hier auf jeden Fall ein wunderschönes Esszimmer. Auch wieder hier natürlich überall Bose-Anlagen, Telefone mit Videotelefonie, allem drum und dran. Auch hier wieder schön ausgekleidet, kleiner Kronleuchter dazu. Natürlich kommt dieses Hotelzimmer bei 40.000 Euro die Nacht in der Hochsaison mit Butler, Sicherheitsservice, Köchen, Zimmermädchen, Massagetherapeuten, Sporttrainer und allem, was man sich vorstellen kann. Sandra, erklär uns mal ganz, was wir hier in der Küche haben. Komm, wir gehen mal erst rein. Wir haben hier auf jeden Fall das Essentielle. Hier ist Alkohol, der wahrscheinlich schon über 100 Jahre da gärt. Selbst die Flasche kann ich mir leider nicht leisten. Hier haben wir auf jeden Fall einen riesigen Kühlschrank von Gaggenau. Noch nie davon gehört, Leute. Der Kühlschrank ist so groß, man kann einfach reinlaufen. Die Türen sind so dermaßen schwer. Der Kerl meinte eben vorhin schon, was ist die Minibar. Ob die jetzt so mini ist, das überlasse ich euch an der Stelle mal. Sandra, erzähl uns mal ganz, was hier über den Herd. Das ist ein Herd von Gaggenau und ich glaube, das kommt aus Deutschland. Mhm. Zerranfällt ist ein bisschen zerkratzt, aber das überspielen wir jetzt, weil ich kann glaube nicht so gut putzen. Sandra, das ist ein Potfiller. Das ist einfach nur, das ist dafür nur da, um Wasser in die Töpfe reinzumachen. Du weißt, dass du reich bist, wenn du einfach nur das hast und du machst das Wasser, du gehst ja nicht darüber und machst das Wasser rein, fällt die Töpfe hin. Macht auf und dann das Wasser da rein. Und hier natürlich nochmal diese ganzen Spiegel, die ihr seht, das sind alles Fernseher. Dahinter verbirgt sich ein Fernseher. Hier nochmal ganz schön zu sehen, eine eigens angerichtete Scheibe, ne? Ein schönes Teegerät hier auf jeden Fall. Eine Espressomaschine, alles was man sich wünscht, da werde ich auf jeden Fall hart. So viel auf jeden Fall zur Küche. Sandra, danke, machst du ja sauber, ja? Ja, tschüss. Perfekt, danke schön. So viel auf jeden Fall zum Wohn- und Essbereich. Wir haben natürlich hier vorne noch Sicherheitsdienst. Du machst Security. Haben wir heute irgendwas an Vorkommnissen gehabt oder so? Alles ist spannend. Rauskommen. Sehr schön, wunderbar, danke dir. So, wir gehen mal ganz kurz raus, Leute. Kurzer Peek nach draußen, kugelsicheres Glas. Den Poolbereich schauen wir uns aber später an. Wir gehen noch mal ganz kurz rein, ja? Super, bis gleich. Dankeschön. Hier haben wir nochmal Badezimmer. Auch hier eine Besonderheit, uns eben gezeigt worden. Die Toilette. Was wäre ich für ein Mensch, wenn ich die Toilette selber öffnen müsste? Ich drücke auf die Fernbedienung.
Und dann kann ich die auch wieder zumachen, wie ich will. Ne? Weißt, wisst ihr, man muss einfach mal gut kacken können. Das ist wichtig. Ventilator, Arschdusche, alles am Start. Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber auch sehr, sehr schön. So, gehen wir kurz in den Wellnessflügel. Hier kann massiert werden. Es ist tatsächlich ganz nice. Wir haben hier vorne eine kleine Badewanne. Hier, wie gesagt, wunderschöne Massage liegen. Hier kann man sich wirklich ordentlich durchkneten lassen. Auch hier wieder. Das sind so Details, wisst ihr? Becken aus einem Stein, aus einem Marmor. Da muss man sich mal vorschlagen, wie viel da weggeschlagen wird. Gehen wir weiter in den nächsten Raum vom Massagezimmer. Seitentüre, falls man mal raus möchte. Und vor allen Dingen alle Fenster. Schusssicher, also wirklich kugelsicher, weil im Rahmen des G20-Gipfels 2014 das Ganze, wie gesagt, hier erbaut worden ist. Erdogan hat hier drin gewohnt. Dementsprechend natürlich ein ganz, ganz anderer Sicherheitsstandard als beim normalen Haus. Hier vorne auch relativ entspannt, ne? Eine kleine Dusche, wenn man sich tatsächlich dann mal nach einem langen, anstrengenden Tag im Gym, wo wir gleich reingehen, entspannen möchte. Wenn einem diese Dusche nicht reicht, habe ich hier vorne natürlich nochmal eine Regenschauerdusche, die ungefähr so viel Wasser verbraucht, wie der ganze Amazonas an Flussmenge hat. Hier nochmal ein ganz wunderschönes Dampfbad, da kann man sich auf jeden Fall auch zurücklehnen, einfach mal die Seele und den Schwanz baumeln lassen, so macht das Spaß. Und hier an der Seite nochmal eine kleine Sauna. Drei, vier Leute haben hier sicherlich Platz, aber natürlich geht man hier, wenn man so ein Haus hat, nur alleine rein, weil man wahrscheinlich keine Freunde hat. Dann hier das Gym auf jeden Fall, Personal Coach ist auch meistens mit am Start. Hier ein wunderschönes Gym. Die Wichte sind am Start. Wir haben hier tatsächlich auch eben, wo ich darauf hingewiesen, Panatta. Ganz besondere Gerätschaften, die vom Designer von Ferrari gefertigt worden sind, sind unglaublich teuer und jeder, der schon mal in McFit war, weiß, diese Bank fühlt sich auch an wie ein Ferrari-Sitz. Das ist was ganz anderes hier. Wie gesagt, hier kann man sich auf jeden Fall ein wenig fit halten. Gehen wir doch direkt weiter, denn das ist nur ein Teil des Wellness-Floors. Und da wir uns natürlich hier in der Türkei befinden, ganz, ganz großes Thema Hammam. Ja, super wichtig. Tiefenreinigung mit einem Schwamm, Hammam-Behandlung haben wir heute auch noch. Leider nicht in diesem privaten Hammam. Hier wunderschön Becken tatsächlich, das ist ein bisschen steamy hier drin, das muss man sich vorstellen wie so ein Dampfbad tatsächlich. Und hier nochmal zur großen schlussendlichen Reinigung, beheizte Marmorplatten. Alles in allem ganz in Ordnung. Es gibt wohl gerüchteweise tatsächlich hier irgendwo jemanden, der das Haus nach wie vor neben dem Herrn Geier immer noch besetzt. Bis dato ist diese Person leider nicht gesehen worden. Falls ihr Hinweise darauf habt, bitte meldet das mir, dann könnt ihr das Hotel weitergeben. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz eines der kleinen Gästezimmer an und gehen dann mal nach oben in den Masterbathroom. Bettel. Ja, das Haus ist natürlich auch voll klimatisiert, voll beheizt, wir haben Fußbodenheizung, wobei man sie glaube ich gar nicht braucht. Tatsächlich. Auch hier, wie gesagt, alles voller weißer Marmor, wunderschöner Metallboden. Ja. Und es sind wie gesagt kleine Details. Ist, im Großen und Ganzen kann man sich hier wohlfühlen. Wir haben hier auf jeden Fall auch ein Zimmer, was komplett barrierefrei ist. Ne? Falls da mal eventuell ein Gast hier ist, der eventuell im Rollstuhl sitzt oder ein Schlafzimmer überhaupt hier sein sollte, was vielleicht nicht mehr ganz so mobil ist. Das ist ein kleines Suiten quasi. Jedes Zimmer kommt mit einem unglaublichen Kleiderschrank. Also das ist wirklich insane. Ja, wird Montana Black tatsächlich neidisch. Das ist von Messebauern gebaut worden, ne? Das ist von Messebauern gebaut worden. Hier kommt dann noch ein New Era Logo rein. Und natürlich ganz klar noch eine Menge LEDs. Ne? Hier Fernbedienung immer neu und eingeschweißt, desinfiziert. Ganz wichtig natürlich, gerade während der Corona-Zeit wird hier ordentlich drauf geachtet tatsächlich. Wir sind sowieso hier, glaube ich, ein Achtel des Hotels nur belegt. Also wir haben hier Tonnen auf Platz. Wir haben außer Mitarbeiter niemand anderen gesehen. Hinter dem Spiegel natürlich klar, wieder ähnlich groß wie der Spiegel. Ein kleiner Fernseher ist tatsächlich bemessen am Spiegel. So viel auf jeden Fall zu den Gästezimmern. Die sind alle ungefähr gleich aufgebaut. Hier unten ist noch mal eins, da gehen wir noch mal ganz kurz rein. Das ist mehr so für die Leute, die tatsächlich als Belegschaft mitfahren. Ne? Wenn ich nicht Multimillionär bin, dann sage ich meinem Sohn dritten Grades, den ich nicht mag, bitteschön, bleib hier, aber komm nicht aus dem Zimmer raus. Auch hier Contemporary Art, also überall wirklich Statuen tatsächlich. Eine eigene Bildsprache sprechen. Sehr, sehr schön, das hier nicht anzusehen. So, hier nochmal eins der vielen Zimmer. Wir haben hier, glaube ich, das zweite Zimmer auf dieser Ebene. Ist auch entspannt, wir haben genug Platz, ne? Kann man sich nicht beschweren. Direkter Ausgang zum Pool. Leute, wenn ihr den Pool und den Grottenbereich seht, euch wird das Gehirn explodieren. Das ist wirklich. Hier wird ein Badezimmer auch wieder mit seltsamsten Dingen bestückt. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal die Treppe nach oben ins Master Bedroom. Einmal mit der Treppe, weil ich einfach das Lichtkonzept der Treppe extrem fühle. Ja, dieses indirekte Beleuchtungsding hier. Wirklich sehr, sehr angenehm. Nach wie vor suchen wir immer noch diesen anderen Hausbesetzer. Wir haben ihn bis jetzt nicht gefunden. Hier sitze ich tatsächlich ganz gerne und kacke. Und hier
Weiteres Gästezimmer. Ja, wir sind gar nicht in einem Gästezimmer, wie ich gerade sehe, sondern tatsächlich im Master Bedroom. Und ich würde sagen, wir schauen erstmal hier kurz in den Kleiderschrank rein. Was wir hier hinter mir haben, das verdecken wir mal ganz kurz. Das ist so ein bisschen das Highlight des ganzen Zimmers hier. Kleiderschrank mit Einbauschränken, gebaut von Messebauern ohne LEDs, deutlich edler als LEDs im Kleiderschrank zu haben. Ich verstehe nicht, warum man hier so viele LEDs in den Kleiderschrank haut. Ich begreife es nicht, warum man das braucht. Und hier haben wir tatsächlich genächtigt. Hochrangige Präsidentschaftskandidaten von Erdogan. Hier auch wieder Tassenwärmer, ne? Das Ding hier ist an und wärmt das Porzellan vor, wenn man dann ein Käffchen haben möchte. Ja, und das hier ist das Masterbedroom. Also das ist unglaublich riesiges King-Size-Bett. Und natürlich hier einen wunderschönen Ausblick hinter diesen Mückenschutz dann über den Poolbereich, ne? Und hier vorne dann das große Highlight, meine Freunde. Hinter dieser unglaublich heftigen, schweren Mahagoni-Schiebetür, den Jacuzzi. Wenn ihr sowas als Badewanne habt, mashallah, dann habt ihr es geschafft. Da kann man auf jeden Fall mit 3-4 Top-Models sicherlich mal eine Touch-My-Body-Challenge drehen. Absolut geil. Eine relativ kleine Dusche hier tatsächlich. Ich weiß nicht, für die Leute, die in Berlin wohnen vielleicht, das könnte euer Einzimmer-Apartment sein. Was hier an Wasser rauskommt, ich habe noch nie in meinem Leben so eine Dusche gesehen, du? Nein. Ja, also, das ist ja, weißt du, einfach hier hinsetzen, Wasser anmachen. Sich waschen lassen? Nee, gar nicht. Einfach nur hier sitzen und gucken, wie das Wasser läuft. Egal. Hier nochmal eine kleine Sauna. Das ist auch, Leute, so viel auf jeden Fall zum Master Bedroom und dem anliegenden Badezimmer. Ganz ehrlich, was hier an Kunst so hängt, gefällt mir wirklich sehr gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich kein Fan von einem Einrichtungsstil, der sehr viel Holz hat. Mir ist das hier ein bisschen zu viel. Aber ich mag diesen zum Teil zumindest minimalistischen Ansatz. Also es ist nicht so vollgeladen, wenn ich verstehe, was ich meine. Also hier hat sich auf jeden Fall der Raumdesigner und einem momentan echt Gedanken gemacht. So, hier Aufzug, Kohleaufzug, deutsche Wertarbeit glaube ich sogar. Das hier ein Stück Driftwood aus Bali, also wirklich Holz, was angespült worden ist, auf einem Stück gemacht. Wunderschön, die Art-Tempelraum, was wir hier an Möglichkeiten hier haben. Auch wieder hier ein Gästezimmer, wieder eine komplett eigene Wohnung. Einmal hier zwei Betten, würde mir tatsächlich ausreichen, muss ich ganz ehrlich sagen, beschwert man sich nicht. Und hier noch mal eine einzelne Suite, also wir haben insgesamt 5 Schlafzimmer hier, das gleiche in grün. Sehr, sehr hochwertig. Auch die Möbel hier, das ist alles perfekt zusammengefasst. Das ist einfach ein Konzept, was stimmig ist. So, jetzt für die Leute, die aber genug gesehen haben von Schlafzimmern und von allem drum und dran. Man will ja auch leben, wenn man so ein Haus hat. Man will ja auch leben. Und dementsprechend gehen wir jetzt auf den Entertainment All-Purpose Floor, so wie er eben genannt worden ist. Ja. Wir gehen auf jeden Fall mal hier hoch und gehen direkt mal hier rechts um die Ecke. Dann hier vorne Meetingraum mit einer richtig krassen Holzvertäfelung. Großer Meeting-Tisch, hier kann dann die neue Peso-Kollektion besprochen werden, wahlweise aber auch eventuell das Weltgeschehen geformt werden. Natürlich hier auch wieder mit verstellbaren Jalousien für den Fall, dass sich jemand eventuell reinspioniert. So nicht, meine Freunde. Hier oben bespricht Karl S. sein neues Pyramidenbauprojekt. Der will nämlich Pyramiden bauen in Ägypten. Oh, geil, ne? Und hier haben wir nach dem Entertainment All Purpose Floor. Hier treten Weltklasse-DJs auf, unter anderem ich noch nicht, weil ich kein Weltklasse-DJ bin. Auch sehr schön. Ganz wichtig für alle Hobby-DJs draußen, Sync-Button ist natürlich mit dabei, ganz klar. Ein Lichtmischer mit 4 Moving-Heads und einem Meyer-Box-System ist es, glaube ich, ne? Und ja, alleine die Moving-Heads, Leute, ich sag's euch so, wie es ist, so ein Moving-Head kann gerne mal 5.000 bis 20.000 Euro kosten. Gehen wir mal ganz kurz raus, ein bisschen das Highlight des Ganzen, nebst der Grotte. Wir haben hier einen unglaublichen View über den direkt angrenzenden Golfplatz, der ist abends komplett beleuchtet, sieht unglaublich aus. Hier ein 100 Meter Pool, ich kann es euch nicht sagen, 140 Meter Pool, 120 Meter. Ein Riesenpool, ja, ein riesiger Pool. Es ist schon echt superlativ, dieses Haus, kann man nicht anders sagen. Ich meine, wenn man 40.000 Euro pro Nacht für ein Hotelzimmer ausgibt, da erwartet man natürlich auch etwas. Ich würde sagen, so viel auf jeden Fall zum Innenleben der Villa. Wir gehen auf jeden Fall jetzt mal runter und schauen uns dann nochmal den Außenbereich an. Security ist am Start, Pool, Grotte, Außenbar und Jacuzzi. Ich würde sagen, wir gehen runter, bis gleich. Klimatisierter Aufzug, weil es sein muss. Ja. Angenehm, sehr angenehm. Jetzt zeige ich euch das, was InScope hätte haben können, wenn er nicht den falschen Leuten vertraut hätte. Selfie Sandra hier vorne, schöne Kippe am Reinsmorten. Schön das Lungenbrötchen reininhalieren, Sandra, das schmeckt doch. Das musst du jetzt aufnehmen. Ja, Außenbereich hier vorne, der Architekt auch nochmal mit am Start, sehr schön. Hier einer der, ach, da ist er ja, der Hausbesetzer. Schönen guten Tag. Eine unglaublich große Schaukel. Dinge setz dich mal mit drauf, ist so entspannt. Ist echt geil. Guck mal geil. Aber ich musste gerade fast kotzen, aber nur weil ich Revi gesehen habe. Hier verbringen Hase und ich, also Luca und ich, gerne mal unsere Abende zusammen.
Ja, du bist übergewichtig und arm. Wir gehen auf jeden Fall weiter hier vorne zum Poolbereich. Auch klimatisierbarer Pool, also der ist natürlich gerade echt sehr angenehm von der Wassertemperatur her. Was man dazu sagen muss, der ist natürlich auch beheizt. Sollte es mal kältere Tage geben, haben wir auch die Möglichkeit, diesen riesen Pool zu beheizen, was unglaublich ist. So, hier, Whirlpool-Bereich, ich glaube, da wird sogar gerade noch dran gearbeitet. Gerade liegt das aktuelle Wasser drin, das sieht natürlich normalerweise anders aus. Aber auch hier, wenn man möchte, zum Entspannen perfekt. Hier nochmal ein ganz guter Blick über die ganze Villa, vielleicht kann man es nochmal zeigen. Riesen groß. Also das mit dem Pool hier, Leute. Schaut euch dieses Haus an. Mashallah, Bruder. Du bist komplett, ich schwöre dir, da sitzt mit 200 Kilo aus. Gut, wir werden dann gleich noch das Personal anrufen. Hier vorne, wie eben schon erwähnt, Fire-Pit-Bereich. Was die Putzfrau an der Stelle hier macht, ist nach wie vor für mich fraglich. Komm, lass einfach weitergehen. Ja, und jetzt denkt man ja eigentlich, gut, das Haus hat hier alles, was es braucht. Nein, eine Sache hat das Haus, was kein anderes Haus hat, in dem ich jemals gewesen bin. Und zwar eine Grotte. Also wirklich auf Playboy-Menschen angelegt, einfach eine Grotte. Kleine Outdoor-Bar, wirklich, also wenn man sich noch bestellen möchte. Kleiner Private Beach hier. Das war der auch, oder? Pass auf. Ich habe keine Eindringlinge, nichts. Machen Sie ruhig hier Ihr Programm. Ja. Dankeschön, sehr gut. Ja, genau. Ein Pool ist ja nicht genug, ne, so ist es nun mal. Also, wir müssen jetzt ein bisschen lauter reden. Wir haben halt leider den Wasserfall, den könnte ich jetzt noch ausmachen. Also ich kann das nicht, aber bestimmt kann man den ausmachen, aber wir lassen jetzt einfach an. Kleine Bar im kleinen Pool, ja. Eine riesige Leinwand. Wir werden heute, wäre dann Samstag oder Sonntag, werden wir in Formel 1 schauen, in die Grotte eingelassenen Surround-System. Whirlpool, für den Fall, dass man mal ein bisschen ruhiger machen möchte, haben wir jetzt hier noch etwas ganz Neues. Kommt mal kurz jetzt. Ja, und jetzt hier, absolute Spitzenklasse. Das beruhigende Rauschen vom Wasserfall. Hier ein Bett, ne, wo sicherlich schon die ein oder andere Sache geschehen ist, wir wollen gar nicht näher darauf eingehen. Fireplace, Kamin und hier nochmal wirklich wunderschön kleiner Private Garten. Blickdicht von allen Sachen, unglaublich. Hier vorne so eine kleine Badewanne, Whirlpool weiter mit, und das finde ich ganz wild, guck mal hier, der Zulauf. Also wenn das nicht Next Level ist, dann weiß ich auch nicht. Ne? Das ist einfach das Phantasialand, basically. Und ich glaube sogar, wenn es mich nicht alles täuscht, haben wir hier oben noch eine Leinwand heute, wenn man dann von hier aus nochmal mit dem Beamer ganz entspannt abends was schauen möchte. Das Bett hier, ganz kurz. Man will eigentlich nicht aufstehen, das ist, sowas sieht man in Hollywood-Filmen, das ist krass. Alles in allem eine Oase der Ruhe, wirklich. Fitness, Wellness, Grotte, Heimkinosystem in der Grotte, Heimkinosystem da, Partyfloor, Moving Heads, das ist verrückt. Ich glaube, diese Villa hat alles, was es gibt. Übrigens natürlich auch klar, eine Garage für zwei Autos und nochmal Platz in der Einfahrt für 20 Wagen. Das ist klar. So Leute, erstmal ein riesen Dankeschön an dich für die Einladung, muss ich erstmal sagen. Ne? Mashallah, Dankeschön, Bruder, wirklich. Für den weißen Hai. Weißen Hai aus Köln. Weißer Hai aus Köln muss braun werden, deshalb bin ich hier. Sandra, auch danke, dass wir kurz in dein Haus reinschauen durften. Gar kein Problem. Echt entspannt. 40.000 Euro für die Zeit, bitte. Danke. Sandra, Abschlag, bitte. Wir waren eine Stunde hier, 24.40 Uhr sind. 40.000. Perfekt, super gerechnet. Leute, das war's von diesem Video. Checkt auf jeden Fall gerne mal das Hotel in der Videobeschreibung ab. Riesen Shoutout auch auf das Hotel hier, dass wir das jetzt anschauen durften. Und ja, Mann, du bist zufrieden hier, oder? Dir geht's gut? Ich bin zufrieden. Sehr schön. So, für mich geht jetzt Hammam. Ihr müsst leider zu Hause in Deutschland bei Regenwetter hängen. Kann ich nichts für. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.